Hallo und herzlich willkommen hier auf Xbox Dynasty. Wir spielen Resident Evil 6 und mein Name ist No Dash Pro. Ich bin hier mit Helena unterwegs. Ah, okay, warte mal, können wir da noch irgendwas? Guck mal da. Da ist wieder dieses Symbol. Aha. Das ist ein... Aha, wir mussten drauf schießen. Ha, in einigen Folgen davor hatten wir schon mal eins gefunden in der Schublade. Konnten das nicht einsammeln. Und ja, darauf zu schießen, darauf bin ich aber nicht gekommen. Na gut, hat ja funktioniert. Also, wo müssen wir lang? Ich denke mal... Oh, oh. Was für ein Scheißtag. Ja, das ist mal echt scheiße. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, das hast du doch von mir gelernt, oder? Okay, der Zug kam echt in einen ungünstigen Zeitpunkt. Das konnte doch jetzt keiner ahnen, oder? Gut. Okay, keine Angst. Der Kontrollpunkt war zum Glück genau hier. Da, wo wir jetzt auch angefangen haben. Alles klar, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendetwas zum Einsammeln haben. Vielleicht... Ja, ja, okay. Es tut mir leid, in die Richtung geht's nicht. Okay, ich glaube, wir haben hier leider keine Munition mehr. Das war ja sowas von klar. Was für ein Scheißtag. Okay, das war's mit der Munition. Nehmen wir Messer. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Okay, der Zug kommt also auf der rechten Schiene. Und auf der bleiben wir jetzt nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Da greift mich schon wieder im selben Moment ein Zombie an. Als wenn der den Fahrplan genau im Kopf hätte. Unglaublich, diese Zombies. 5 Schuss. Ist nicht gerade viel. Okay. Wir bleiben einfach hier schön in der Mitte. Okay. Was für ein Scheißtag. Ja, das kannst du laut sagen. Okay, das war's. Keine Munition mehr. Das gibt's doch nicht. Okay, das war jetzt irgendwie unlogisch, oder? Ich war doch in der Mitte. Ich glaube, also ich vermute mal, wir können diese Sequenz gar nicht umgehen, sondern das wird immer wieder so kommen. Und wir müssen es einfach schaffen, den Zombie zu vernichten, der uns in diesem Moment angreift, und halt genau die richtigen Tasten drücken. Was für ein Scheißtag. Und das probieren wir jetzt einfach. So, das war's mal wieder. Huh.
Ja, ich bin jetzt... Ey, das darf doch nicht. Okay, ich verstehe es gerade nicht, warum uns der Zug erwischt, obwohl wir da in der Mitte stehen. Jetzt könnte ich mir nur noch... Ist das der hier losfährt? Nee, das geht ja nicht. Der steht ja auf der anderen Schiene. Tja. Das heißt, wir bleiben einfach mal hier auf der Seite, ganz links. Was für ein Scheißtag. Genau. Und dieser Scheißtag wiederholt sich gerade immer wieder. Ja, ich bin ja an der Seite. Okay, wir haben es überlebt. Ach komm. Nein. Boah. Mein Gott, hör auf! Puh. Wir haben es geschafft, Leute. Also bleibt hier immer an der Seite, weil irgendwie ist das ein bisschen unlogisch jetzt gerade mit dem Zug gewesen. Und ja, wir haben leider kein Erste-Hilfe-Spray. Ferngesteuerter. Okay, das ist auch nicht schlecht. Den können wir bestimmt gleich irgendwie benutzen. Aber am liebsten hätte ich hier ein paar Kräuter, aber... Das sieht wohl nicht so gut aus. So, da hinten geht's raus. Wo ist der? Da. Da kommt der angeröchelt. Ja, natürlich, wir müssen in den Zug. Kriegen wir nicht auf. Aber guck mal, oben ist doch... Ich will mich da drin mal umsehen. Helfen Sie mir rauf. Lassen Sie mich hier nicht zurück. Okay, wo soll ich helfen? Hier unten? Roger. Okay, mal sehen. Ich glaube, die macht uns die Tür auf. Sehr freundlich, sehr freundlich. Ah, ich wusste es doch. Da lebt doch noch jemand. Oder habt ihr schon mal so einen Zombie schreien hören? Unheilvolle Schritte, okay.
Puh. So, mein Freund. Wow. Was war das? Wow, das hat mich aber ganz gut ausgenockt. Okay, die waren hinter mir. Doof. Wirklich doof. Ah, hier sind Heilkräuter. Okay, die kombinieren wir mal. So, machen wir uns mal erstmal die Gesundheit komplett voll. Sehr gut, jetzt kann es weitergehen. Na, alles klar bei dir? Bist wohl zu spät ausgestiegen, ha? Huh? Oh, guck mal da. Der Schaffner. Oh, sehr gut. Diese finnische Moves. Sehr toll. Warte, da ist noch Munition. Nicht vergessen. Okay, stehen die jetzt bestimmt alle auf, oder? Die hier am Boden sind. Oder wir haben es jetzt geschafft. Das wäre natürlich toll, aber... Toll. Da kommen wir nicht raus. Oder etwas will rein. Hey! Hey! Machen Sie die Tür auf! Schnell! Ich muss Peter retten! Okay. Bitte! So werden wir nie bei der Kathedrale ankommen. Halt, nein! Licht aufmachen! Na toll! Na toll. Wow. Boah, ist ja ekelhaft. Wow. Ja, das hat mal ein bisschen geholfen, wenigstens. Oh nein! Oh Mann! Diese dämlichen... Wow! Der da spuckt immer durch die Gegend, den machen wir mal platt. Okay, wir gehen weiter. Komm, komm. Oh, da unten ist Munition. Verdammt. Oh nein. Durchhalten. Helf mir. Danke. Ja, der hat, glaube ich, gar kein Ticket gehabt oder durfte der da durch? Toll, das sind nur Fähigkeitspunkte. Toll. Sehr gut.
Gut, Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Ziemlich schlecht. Hölle auf Erden ist keine Übertreibung. Da haben wir es endlich geschafft. Aus der Kanalisation rausgekommen und auf geht es Richtung Kathedrale. Haben wir überhaupt noch... Ne, haben wir nicht. Nur noch ein... Sie müssen durch diesen Teil der Stadt, um zur Kathedrale zu kommen. Bleiben Sie auf Empfang, falls Sie Probleme bekommen. Ja, Roger, Probleme sind da. Oh, das war jetzt falsch. Wow. Ja, und da denkt man, die Feuerwehr hilft einem immer. In diesem Fall wohl nicht. Warum kommt mir das nur wie die Spitze des Eisbergs vor? Durchhalten. Ich helfe Ihnen. Helen. Roger, Roger. Na toll. Also hier sollten wir nicht lange bleiben. Hier haben wir sowieso keine Überlebenschance. Wow. Nein, nein, lass meinen Fuß in Ruhe. Roger. Na, wo bleibst du denn? Komm. Na, super. Jetzt muss sie auch erstmal durch den Parcours rennen. Aha, sie hat es geschafft. Oh oh, kommen wir hier durch? Nein, wir müssen hier lang, okay. Ja, schön. Oh, Kräuter. Na, toll. Und hoch geht's. Ah, wie schön das Blut da spritzt. Komm, da musst du mir helfen. Das schaffe ich nicht alleine. Ja. Nur wenn wir hier warten. Los! Also ich habe nicht vor zu warten, du? Nein! Da gehen wir wohl nicht lang. Mann, oh! Nicht nur die Zombies sind so gefährlich, auch... Gute Idee. Drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen. Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Oh, das wäre... Ich hab gesagt, wir müssen uns beeilen. Ha, wie? Keine Pause? Hier vielleicht eine Runde Billard oder so? Ja, na gut. Leute, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Das war's erstmal mit Resident Evil 6. Falls es euch gefallen hat, wenn ihr mehr von solchen Gameplay-Videos sehen wollt, hier auf Xbox Dynasty...
dann schreibt es in die YouTube-Kommentare oder schreibt es auf die Homepage xboxdynasty.de. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Euer No-Dash-Pro. Ciao, Leute.